Wusstet ihr, dass ihr bei Cakewalk ein richtig geil ausgestattetes Effektboard mit an Bord habt? Dieser nennt sich Pro Channel und hat eigentlich so alles drin, was ihr zum Abmischen braucht. Equalizer, Kompressoren, Reverb, Band- und Röhrensättigung und noch so viel mehr geilen Scheiß. Was die alle machen können, das klären wir jetzt, weil mach's dir selbst. Jahoo! Hallo meine Lieben, Dani von Töricht hier. Schön, dass ihr wieder dabei seid und tut mir doch bitte gleich einen Gefallen und liked das Video und abonniert gleich diesen Kanal, um nichts mehr rund um Cakewalk, mein Workflow mit Musik, zu Musik und über Musik nicht mehr zu verpassen. Ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren mit diesem Cakewalk und immer wieder kommt geiler Scheiß dazu. Cakewalk war ja nicht immer kostenlos. Ich musste damals noch so 600 Euro latzen, damit ich die Platinum-Version nutzen konnte. Komm jetzt an dieser. Sollen wir ins Licht schauen, ja? Hoppla. Heute gibt es nur noch eine Version, Cakewalk bei Bandlab, und die kostet nichts und hat die gleichen Funktionen wie die damals teuerste, also die Platinum. Und was es bei Cakewalk schon seit mehreren Jahren gibt, aber nicht ungeil geworden ist, ist der Pro Channel. Den nutze ich eigentlich immer bei jedem meiner Projekte. Da sind Effekte drin, die für mich schnelle Ergebnisse liefern und intuitiv zu bedienen sind. Bevor ihr also wieder mal Kohle für neue Plugins ausgibt, checkt doch mal aus, was der Pro Channel alles hat. Zum Beispiel das da, den Quad Curve EQ. Das ist so ein Vierband-Equalizer, mit dem ihr, typisch für einen Equalizer, die Frequenzen eures Signals beeinflussen könnt. Neben den vier Standard-Bell-Kurven könnt ihr diese im oberen und unteren Frequenzband auf Shelving umstellen und zusätzlich noch einen Low- oder High-Pass-Filter nutzen. Auch kann ich den Equalizer-Typ ändern. So eignet sich zum Beispiel Hybrid besonders gut für präzise Eingriffe, wenn ihr irgendwelchen Störfrequenzen rausfiltern möchtet. G-Type ist eher so subtil und natürlicher. Auf jeden Fall in der Beschreibung gibt es hier einen genauen Link zur genauen Beschreibung der verschiedenen Typen. Außerdem gibt es hier noch diesen Gloss-Filter-Button, der unaufdringliche Höhen verspricht. Für ein angeblich seidiges Gefühl. Sehr subtil. Und wenn das noch nicht reicht, dann wechselt ihr in den Flyout-Panel. Nochmal übersichtlicher und mit dem Spectrum-Analyzer im Hintergrund habt ihr auch gleich noch ein optisches Feedback. Was übrigens alle Pro-Channel-Module oben gleich haben, es sind hier die Presets, falls vorhanden. Und dieses Lamperl hier leuchtet, wenn das Eingangssignal zu laut ist. Mit dem hier schaltet ihr den Effekt komplett aus. Und hier minimiert ihr das Modul. Kompressor, von denen haben wir gleich drei an Bord. Den PC2A T-Type ist ein digitaler Nachbau eines, Achtung, elektro-optischen, röhrenbasierten Kompressors. Sehr gerne im Einsatz zur Dynamikkontrolle, vor allem bei Vocals, finde ich zumindest. Warmer Klangcharakter und vielseitig einsetzbar. Als Kompressor, als Limiter oder als De-Esser, wenn ihr diesen Regler hier dreht. Auch könnt ihr seine Release-Time hier zusätzlich beeinflussen. Normalerweise ist die Release-Zeit bauteilbedingt etwas träge. Mit Fast Reset habt ihr ein besonderes In-Your-Face-Erlebnis. Probiert es einfach mal aus. Genauso ausprobieren solltet ihr den PC76U-Type. Das ist der Nachbau eines klassischen Transistor-Kompressors oder auch FET-Kompressor genannt. Hier könnt ihr schon wesentlich mehr regeln wie Ein- und Ausgangspegel, Attack- und Release-Time und deren Kompressionsumfang von allgemeiner Kompression, Abfang von Pegelspitzen oder gleich in den Nuke-Modus mit extremer Kompression. Was ich hier echt praktisch finde, ist dieser Dry-Wet-Regler, mit dem ich das komprimierte Signal mit dem unbearbeiteten Signal mischen kann. Anstatt eines komplexen Parallel-Compression-Setups meiner Drums zu machen, komprimiere ich hier einfach sehr stark oder so wie ich möchte und mische den Sound dann dem Originalsignal anteilig dazu. Fertig ist dieses New York Drum Compression Dingens da. Ja,
Der PC4K S-Type basiert auf einem klassischen Buskompressor und hat darüber hinaus gleichen Dinger, aber auch noch eine Sidechaining-Funktion. Normalerweise geht das Signal ja in den Kompressor rein, der reagiert dementsprechend, bearbeitet das Signal und gibt es wieder an seinen Ausgang. Mit Sidechaining speist ihr ein weiteres Audiosignal mit ein. Dies dient aber nur zur Steuerung des Kompressors. Heißt, der Kompressor reagiert auf das Signal im Sidechain-Eingang, bearbeitet aber das Spursignal und gibt es dann an seinen Ausgang weiter. Machen wir mal ein Beispiel. Hier, diese Bassspur soll immer dann vom Kompressor bearbeitet werden, also sich so, dass der Bass sich so wegduckt, wenn die Kick auf dieser Spur spielt. Dazu muss ich hier einen Send von der Kickspur auf den Sidechain-Eingang meines Kompressors in der Bassspur machen. Jedes Mal, wenn die Kick spielt, drückt der Kompressor den Bass runter. So ein typischer Pumping-Effekt. Softube Saturation Knob, Nachbau einer FET-Schaltung, um das Signal zu verzerren oder zu komprimieren. Damit könnt ihr zum Beispiel Vocals im Mix hervorheben, ohne das Signal lauter zu machen. Dafür nehme ich den eigentlich oft gern her. Dreht ihr dann voll auf, wird es dementsprechend heftig. Davor noch einen EQ mit High und Low Pass. Und fertig ist der Megafon-Effekt. Wenn ihr euch hingegen nach dem Sound analoger Vakuumröhren sehnt, dann probiert doch mal Röhre aus. Neben Ein- und Ausgangssignal könnt ihr mit Drive die Intensität einstellen und für mehr Färbung der Höhen könnt ihr mit diesem Knopf hier auf Doppelröhre umschalten. Klingt ja schon mal viel geiler. Besonders reinen digitalen Produktionen sagt man ja häufig nach, dass sie zu steril klingen. Deswegen haben wir auch diese ganzen Analog-Simulations-Sachen hier. Hier, der da zum Beispiel, der Tape-Simulator, ist auch mit dabei. Damit gibt es eine Magnetband-Simulation, die alle typischen Eigenschaften eines echten Magnetbands hörbar macht. Bandgeschwindigkeit, Bandtyp, Aufnahmelevel haben hier unterschiedliche Einflüsse auf euren Sound. Hier hat man eigentlich schon an vieles gedacht. Sogar das gute alte analoge Rauschen. Das Grundgute. Apropos analog. Heute können wir unser Signal so clean wie es nur geht aufnehmen. Früher war das anders. Man hatte so richtig fette, mit Bauteilen vollgestopfte Mischpulte. Und je nach Aufbau und Art der verwendeten Komponenten ergaben sich dadurch eigene Klangcharakteristiken. Für einen Hauch solch analoger Unvollkommenheit greift doch mal zum Konsolenemulator. Dieser simuliert den Soundcharakter solch legendärer analoger Mixing-Konsolen. Ich habe einen Link nochmal in der Beschreibung. Und hier könnt ihr zwischen drei verschiedenen Typen wählen. Alle klingen ein bisschen anders und färben euren Sound eher dezent als hörbar. Ja, und wie viel vom Signal bearbeitet werden soll, das stellt ihr hier ein. Und mit Tolerance klingt jede Emulator-Instanz nochmal unterschiedlich, um die typischen Abweichungen in der analogen Welt noch präziser abzubilden. Eine Simulation der analogen Realität. Braucht ihr stattdessen Hall? Dann gibt's hier nicht nur ein Reverb, ein Studiohall oder auch algorithmischer Hall. Rein digitaler Natur und klingt deswegen auch nicht so realistisch. Aber dafür hat er einen Charakter. Hat eine jede Menge Presets und Einstellmöglichkeiten. Doch probieren. Wesentlich realistischer wird es dann mit Rematrix Solo, Impulse Response oder auch Faltungshall genannt. Damit wird Hall naturgetreu nachgebildet und zwar anhand von sogenannter Impuls-Antwort-Dateien. Viele sind schon mit dabei, du kannst aber auch selber welche nachbauen. Aber das braucht ihr eigentlich alles gar nicht, weil es gibt schon so viele Presets, die mitgeliefert werden. Unter anderem auch das legendäre EMT 140 könnt ihr hier simulieren. So richtiger Retro-Plattenhall. Ja, und unter all diesen kostenlosen Plugins verstecken sich noch zusätzlich so 8 kleine Perlen, die Style Dials. Die haben alle eine Einreglerbedienung, Frequenzsättigung, Maximizer, Hall, De-Esser, Noise Gate, Chorus, Tremolo und Transientenbearbeitung.
Und wenn dir das dann immer noch nicht reicht, dann habt ihr zusätzlich noch FX-Chain und damit lassen sich in dem Pro-Channel zusätzlich noch eure VSD-Plugins dazu schalten. Mehr noch, um nicht jedes Mal ein Plugin öffnen zu müssen, um Einstellungen anzupassen, kann ich die ganzen Regler in diesen Plugins auch hier dann verknüpfen und steuern. Und das ist alles komplett anpassbar. Die FX-Chain eignet sich übrigens auch hervorragend für Gain-Staging über diese Regler hier. Ja, was ist denn euer Lieblingsmodul? Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Und natürlich habe ich jetzt noch ein bisschen mehr über Cakewalk für euch. Das hier zum Beispiel. Und darunter habe ich noch ein Video für euch, wenn es mal wieder zu viel für heute war und ihr was zum Chillen braucht. So ein Musikvideo. Ne? Ja, und bis dahin, Bussi aufs Bauchi, Berli. Und Servus.